Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir treffen uns heute und hier mal wieder zu einer neuen Eventwoche in GTA Online. Und wir gucken uns an, wie jede Woche, was Rockstar so Tolles und Schönes an wundervollen Boni für uns bereithält. Es ist auf jeden Fall einiges an Valentines-Content im Spiel für die Woche. Also mal gucken, was uns da erwartet. Übrigens, erstes Video nach dem 12-Stunden-Stream, Freunde. Der ist ja nun mittlerweile auch bald eine Woche her. Aber ich wollte mich auf jeden Fall hier nochmal auf YouTube für diesen anders geilen Stream bedanken. Wirklich vielen lieben Dank. Euer Support war unfassbar krass. Ist er ja allgemein schon, aber das war nochmal Next Level, das hat mich wirklich sehr gefreut, damit hatte ich auch ehrlich gesagt nicht ganz gerechnet, zumindest nicht in der Größe, deswegen wirklich vielen Dank nochmal Dogs an euch. Kuss an der Stelle. Wiederholungsbedarf, würde ich sagen. Und wer zukünftig auf Twitch auch dabei sein möchte, bei diesen geilen Streams oder auch diesen besonderen Events, dann gerne an der Stelle auch schon mal reinfolgen. Link in der Beschreibung natürlich. Oder, falls ihr eher derjenige seid, der Highlights von Streams gerne auf YouTube konsumiert, kein Problem, auch damit kann ich euch helfen. Gerne meinen Highlight-Kanal abchecken, Stretchbeard. Auch dafür findet ihr natürlich den Link in der Videobeschreibung. Jetzt aber auch genug der Eigenwerbung. Kuss geht raus. Ich würde sagen, wir kommen schnell zu den Grüßen. Und zwar starten wir mit einem Gruß von IMAX Genius an Daniel, der scheinbar ausflippen wird, wenn er das hier liest. Dani, Digga, flip it aus, it in, man. Als nächstes einen Gruß an MC Eichmanns Stiefschwester. Sein Abo bei mir war die zweitbeste Entscheidung seines Lebens. Da würde ich dann gerne auch nochmal wissen, was dann da drüber noch als wirklich beste Entscheidung deines Lebens steht. Bin ich schon ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Spaß, Digi, Kuss geht raus. Und zu guter Letzt noch ein Gruß von Elias an die RP, die man bekommt, wenn man das Auto ein zweites Mal gewonnen hat im Casino. Manche Leute gewinnen ein ganzes Jahr kein Casino-Auto. Der Dog kommt einfach zweimal die Woche auf so ein Feld. Das ist ein Flex, Digga. So, Freunde, und das war's dann auch schon wieder mit den Grüßen. Kuss geht raus natürlich auch an alle anderen, die kommentiert haben. Diesmal waren es echt wieder so viele Kommentare. Da tut's mir jedes Mal leid, dass ich da nicht alle reinpacken kann. Aber ja, was willst du machen? So ist es eben. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Eventwoche. Let's go. Und wir beginnen natürlich dort, wo man am meisten Cash-Bonus bekommt diese Woche. Und zwar gibt es dreifach GTA-Dollar und RP auf die Casino-Missionsreihe und auch auf die ganzen Casino-Arbeitsmissionen. Also auf jeden Fall interesting, aber naja, wäre wohl eher angebracht, mal Triple Money auf den Casino heiß zu machen. So ein Ding nämlich, Rockstar. Dann würden wir uns auch wieder über die Eventwochen richtig freuen. Außerdem sind noch die Gegner-Modi mit dem Titel Bis der Tod uns scheidet mit Triple Money versehen. Und ja, da merkt ihr natürlich auch, Bis der Tod uns scheidet, auf Romantik angelehnt. Wir haben natürlich, wie schon angekündigt, diese Woche das Valentinstags-Update. Also dreht sich alles ein bisschen darum. Wundervoll auf jeden Fall. Kuss geht raus an Rockstar. Außerdem gibt es noch auf das Deathmatch vor die Schrotflinte gelaufen. Triple Money. Diese Woche haben wir auf jeden Fall wieder einige Triple Money Dinger. Die letzten Wochen gab es ja oft kein Triple Money. Deswegen ist auf jeden Fall in Ordnung. Weiß nicht, ob das sich irgendjemand trotzdem antut. Trotzdem viel Spaß dabei. Doppel GTA Dollar und RP Bonus gibt es diese Woche auf die Short Trips. Also die Mission, wo ihr als Franklin und Lamar spielt. Die lohnen sich sogar eigentlich, würde ich sagen. Vor allem mit Double Money schallert das auf jeden Fall rein. Ist ein ganz cooles Extra. Also gönnt euch. Und wichtig dazu wissen, ihr müsst jetzt mittlerweile nicht mehr den VIP-Auftrag vom Contract-Update abgeschlossen haben, dass euch die Dinger freigeschaltet werden, sondern ihr könnt ihr auch einfach über das normale Jobs-Menü starten, was ganz chillig ist. Dann kommen wir zu den neuen Inhalten. Der Drip-Feed vom Contract-Update hält immer noch an und zwar gibt es jetzt den Baller ST zu kaufen für Minimum $667.500 im Einkaufspreis, im Zweifel noch ein bisschen mehr. Ich habe den irgendwie schon bekommen, den gab es irgendwie mal im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, gratis. Also irgendwie checke ich es nicht ganz, wieso der jetzt erst offiziell rauskommt, ich den aber schon in der Garage habe. Vielleicht habe ich auch ein anderes Auto und ich verwechsel da irgendwas, aber klärt mich da gerne auf, falls ihr mehr wisst. Was soll ich sagen? Ein ganz entspanntes Auto, weiß nicht, ob sich den jemand holen wird, aber der Preis ist auf jeden Fall nicht ganz so fatal wie bei den letzten Autos. Kommen wir jetzt kurz zum dieswöchigen Zeitrennen und zwar zunächst zum normalen Zeitrennen. Das ist diese Woche das Mount Gordo Zeitrennen. Also, wer da Bock drauf hat, gerne die 100.000 mitnehmen und dann noch zum RC Bandido Zeitrennen. Das RC Bandido Zeitrennen diese Woche ist das Cypress Flats Zeitrennen. Immobilienrabatte haben wir diese Woche. Es gibt 20% auf die Casino Penthäuser. Toll, Rockstar. Ehrlich, nee, wirklich nice. Außerdem noch 30% auf alle Renovierungsarbeiten in diesen Penthäusern. Also ja, das war es auch schon zum Thema Immobilien. Mal wieder etwas enttäuschend, würde ich sagen. Aber für die, die schon länger geplant haben, sich ein Penthouse zu kaufen, ist es auf jeden Fall eine gute Woche. Kommen wir aber jetzt zu den Fahrzeugrabatten. Da fangen wir an mit 40% auf den Roosevelt Baylor. Das klassische Valentinstags-Auto. Wer kennt es nicht? Wer auf romantisch am Montag, am 14. Februar, ein paar Runden damit drehen möchte durch Los Santos mit seiner besseren Hälfte, der holt sich das Ding am besten. Es ist reduziert, also viel Spaß damit. Dann geht es jetzt weiter mit 30% auf folgende Fahrzeuge. Und zwar einmal auf den Drift Josemite, dann noch auf den normalen JB700 und auch noch auf den wilden, bewaffneten JB700W. Irgendwie ein Zungenbrecher. Ich habe gefühlt fünfmal gebraucht, um das gerade auszusprechen. Und dann noch auf den Peyote und auch auf den Peyote Gasser. Sowie auch zu guter Letzt auf den Retinue Mark II. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auf alle die eben genannten Fahrzeuge gibt es 30%. Also wenn da irgendwas für euch dabei ist, schlag zu, Freunde. Ein wichtiger Bonus diese Woche, der diese Woche sogar noch etwas retten könnte, ist, dass es jetzt die Woche anscheinend eine erhöhte Chance gibt, den Pink Diamond als Beute beim Cayo Perico Heist zu bekommen. Ob das stimmt und ob sich das überhaupt
bemerkbar auswirkt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der Pink Diamond natürlich passend zum Valentinstag, das perfekte Geschenk schlechthin. Mal sehen, ob ich ihn diese Woche vielleicht mal bekomme. Ich zweifle ehrlich gesagt daran, aber sei es drum. Kommen wir noch schnell zum Podiumsfahrzeug diese Woche und da steht diese Woche der BF Club. Meiner Meinung nach ein sehr wilder Wagen, für alle Tuning-Fans sehr zu empfehlen. Ich besitze das Teil auch, auf Golf angelehntes Ding. Kostet euch normalerweise fast 1,3 Millionen das Ding, also lohnt sich auf jeden Fall am Glücksrad zu drehen. Versucht euer Glück, ich feiere den Wagen sehr, natürlich wegen der Optik, nicht wegen den Fahreigenschaften. Aber das sollte jedem auch, denke ich, klar sein. Und zu guter Letzt natürlich auch noch das LS Carmeet Preisfahrzeug. Dort steht diese Woche der Roosevelt. Natürlich auch hier bemerkbar die Valentinstags-Vibes. Der würde euch normalerweise 750.000 kosten. Um den zu bekommen, müsst ihr 3 Tage in Folge Platz 1 bei einem Straßenrennen werden. Ein bisschen arg viel getryharder für meinen Geschmack, für so ein Schmutzauto. Aber ganz ehrlich, Freunde, da rege ich mich schon gar nicht mehr auf. Kann ich eh nichts dran ändern. Ist eben so. Und na, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon wieder mit dieser neuen, wunderschönen Eventwoche. Ich hoffe natürlich, ihr habt damit viel Spaß. Ich muss sagen, es knüpft meiner Meinung nach eher wieder an die enttäuschenden letzten Eventwochen an. Also wirklich viel Geiles, kann man sagen, ist da nicht dabei. Dennoch ein bisschen was Spezielles ist dabei, wie den Pink Diamond Bonus oder halt auch ein neues Fahrzeug oder wenigstens ein paar Triple Money Boni. Aber ansonsten lässt das natürlich mal wieder zu wünschen übrig. Was willst du machen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich wie immer nichts Relevantes vergessen habe, was die Eventwoche betrifft. Wenn doch, gebt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich natürlich wie immer sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mich supporten wollt, wie gesagt, schaut gerne auf Twitch vorbei, auf Instagram oder auch bei meinem Zweitkanal. Natürlich seid ihr auch herzlich willkommen in der Stretcher GTA Online Crew und auf unserem Community Discord, wo ihr euch austauschen könnt und GTA-Mitspieler finden könnt. Alles sehr zu empfehlen, alles in der Videobeschreibung verlinkt, gerne auschecken. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß diese Woche, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.